Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in der neuen Ausstellung des Museums Rietberg, Kunst der Vorzeit, Felsbilder der Frobenius-Expeditionen. Die Ausstellung ist übernommen worden vom Frobenius-Institut an der Universität in Frankfurt und Richard Kuba, der Kurator der Ausstellung und Mitarbeiter des Instituts, wird Sie jetzt gerne durch die Ausstellung führen. In diesen wunderbaren Räumen zeigen wir, was der Titel sagt, die Kunst der Vorzeit, aber nicht nur die Kunst der Vorzeit als Kunst, sondern eben auch als eine Rezeptionsgeschichte dieser Kunst im 20. Jahrhundert. Was hat diese Kunst eigentlich bewirkt und wer hat alles sich daran inspiriert, sich zum Kunstschaffen selber anregen lassen? Der Spiritus Rector dieser ganzen Expeditionsunternehmung, die anfingen 1912 und sich bis in die späten 30er Jahre hinzogen, war Leo Frobenius, eigentlich der bedeutendste, wenn auch umstrittenste deutsche Ethnologe des frühen 20. Jahrhunderts. Leo Frobenius war ein Autodidakt, ein Schulabbrecher, gleichzeitig ein Institutionengründer, ein begnadeter Netzwerker, der sich die Freundschaft des deutschen Kaisers schon vor dem Ersten Weltkrieg zunutze machte, indem er diese fantastischen und sehr teuren Expeditionen in alle Teile der Welt finanzieren konnte. Die Werke, die wir hier zeigen, wurden hauptsächlich von Malerinnen in den 20er und 30er Jahren vor Ort in den Wüsten Afrikas, in den Sabannen Simbabwes, im Outback, in Nordaustralien und in anderen schwer zugänglichen Gebieten, auch den europäischen Felsbildhöhlen, abgemalt. Wie das funktioniert hat, kann man hier ganz gut sehen. Es fängt sozusagen an mit einer kleinen Skizze, die nicht maßstabsgerecht ist. Wir sehen auch, gleichzeitig wurde immer eine Fotodokumentation angelegt. Es handelt sich hier um eine Tierkomposition aus dem Fesan im heutigen Südlibyen. Und das ist dann sozusagen das Objekt in Originalgröße. Im Laufe der Jahre haben an die 2 Dutzend Malerinnen und Maler für Frobenius gearbeitet. Einige von ihnen haben eine eigene Künstlerkarriere auch verfolgt. Für die meisten war es auch ein Ausbruch aus einer bürgerlichen Welt, in der so eine spannende, so eine abenteuerliche Karriere eigentlich gar nicht vorgesehen war. Die Malerinnen und Maler haben die natürlich nicht signiert. Es sollten Dokumentarbilder werden. Aber durch die Ausstellungen, durch die Rezeption in der Moderne wurden sie zu Kunstwerken in eigenem Recht. Und natürlich haben wir heute genau hingeschrieben, wer welches Bild gemalt hat. Wir kennen diese Malerinnen, wir kennen ihre Biografie und wir schätzen ihr künstlerisches Können. Wir sind hier in dem Raum, in dem es um südliche Afrika geht. Frobenius ist mit insgesamt 4 Malerinnen und auch einem Maler dorthin gefahren, Ende der 20er Jahre des letzten Jahrhunderts. Eine fast 2-jährige Expedition. Es hat eine Ausbeute von fast 2000 Felsbildkopien allein aus dieser Region gegeben. Und es sind gigantische Formate, es sind fantastische Formen und teilweise eben auch abstrakte Formen, wie man hier hinter mir sieht, die sogenannten Formlinge, wo man bis heute diskutiert, was bedeuten sie eigentlich. Felsbilder sind die älteste visuelle Kommunikationsform des Menschen. Die ältesten kennen Sie sicher, die Grotte Chauvet in Frankreich beispielsweise, fast 40.000 Jahre. Noch ältere haben wir auf Sulawesi mit ca. 42.000, 43.000 Jahre. Was bedeuten uns diese Bilder? Sie kommunizieren mit uns, sie sprechen über die Jahrtausende mit uns, ohne dass wir wirklich genau wissen, was sie bedeuten. Hinter solchen Bildern stecken Mythen, stecken Geschichten, die nicht aufgeschrieben worden sind, die tradiert worden sind, mündlich tradiert worden sind und immer weitergegeben worden sind, die heute aber ganz häufig weg sind. Deren Reste vielleicht noch vorhanden sind in verschiedenen Mythen. Denn Mythen wandern, Mythen verändern sich. Aber diese genauen Geschichten sind natürlich weg. Und es öffnet einen Interpretationsspielraum, wo wir uns alle angesprochen fühlen und sagen, was könnte es bedeuten, womit korrespondiert das, mit welchen Bildern, die wir im Kopf haben. Eine ganze Reihe von Expeditionen führten Frobenius und sein Team in die Sahara. Die Szene zeigt einen Angriff eines Leoparden auf ein Elefantenbaby. Die Mutter verteidigt das. In dieser Region gibt es überhaupt keine Elefanten, keinen Grashalm mehr. Wir können daraus ersehen, dass diese Ritzungen aus einer Zeit stammen, als die Sahara noch grün war, vor 6.000 bis 8.000 Jahren. Frobenius hat immer gesagt, sein Forschungsinstitut hätte 2 Flügel. Einen
wissenschaftlichen und den anderen künstlerischen. Gleichzeitig gab es aber auch eine Fotodokumentation. Auch wenn Frobenius eigentlich als Künstlernatur dieser mechanischen, mechanistischen Abbildungsweise nichts abgewinnen konnte. Die Fotografie war aber das Medium, was letztlich dieser Abmalung der Felsbilder ein Ende setzte, sie als eine technologische Sackgasse entlarvte. Wobei die Frage, was eigentlich das Original ist, wenn eine Fotografie in unterschiedlichem Licht aufgenommen wird, bei Regen, bei Trockenzeit, abends, morgens, das Bild ist immer ein anderes und es ist immer eine Interpretation letztlich, was eigentlich die echte Kopie ist. Es war das erste Mal, dass man diese fernen Bilder, diese ungesehenen Bilder, quadratisch, viereckig, rechteckig zum Abnehmen an die Wand zu hängen hatte. Und in diesem Moment wurden sie sozusagen auch in den europäischen Kunstkanon integriert. Es gab tatsächlich an die 40 große Ausstellungen vor dem Zweiten Weltkrieg allein in Europa, fast 40 in den USA mit einer gefeierten Ausstellung im MoMA 1937 eingeläutet. Und es gab sehr viele Künstler, die plötzlich ein Rieseninteresse an diesen Bildern hatten. Paul Klee beispielsweise, von dem wir einige Bilder hier hängen haben, die möglicherweise von diesen Bildern inspiriert sind, hatte die Bildbände von Frobenius in seinem Bücherregal. Wir haben eigentlich hier ein Remake, denn diese Bilder waren bereits in Zürich, nämlich 1931 im Museum für Kunstgewerbe. Und das Plakat, was wir hinter mir sehen, ist von Max Biel für die damalige Ausstellung hergestellt worden. Jetzt habe ich gesagt, die Geschichten, die Sinninhalte dieser Bilder sind meistens verloren. Es ist nicht ganz richtig. Wir haben zumindest eine noch lebendige Felsbildtradition von Leuten, die heute noch mit diesen Bildern umgehen, die Geschichten kennen. Und diese Tradition ist in Nordwestaustralien, in Kimberley. Und das Bild hinter mir ist eines dieser Bilder aus dem Kimberley. Und es zeigt mythische Figuren, Kulturheroen im Grunde, die Wanjina heißen. Und wir kennen deren Geschichte, weil diese Geschichten seit Tausenden von Jahren tradiert werden in Australien. Und heute spielen diese Bilder noch eine ganz zentrale Rolle. Sie sind keine Bilder, wir würden sie Bilder nennen, es sind Persönlichkeiten. Die Bilder sind die Wesen sind die Bilder. Da gibt es keine Trennung. Und wir sind sehr froh, dass wir einen relativ engen Kontakt mit den Aboriginal Communities in Kimberley haben. Und sie wurden auch einbezogen in die Planung dieser Ausstellung. Und besonders haben wir Authorizations der sogenannten Traditional Owner, also Erlaubnisse, dass wir diese Bilder auch zeigen dürfen. Ja, hier sind wir im europäischen Raum, eine Kopie aus Altamira. Diese Bilder kennen Sie vermutlich. Wir haben in Europa die gute Situation, dass wir Felsbilder sehr gut schützen. An die Originale kommt man kaum ran. Es gibt Kopien in großen Museen, die viele Menschen besuchen können. Die Originale sind gut geschützt, nur ganz wenige Leute können daran. Weltweit sieht das aber ganz anders aus. Felsbilder sind eine bedrohte Ressource. Man kann sie nicht überall schützen. Und Massentourismus und Vandalismus und Zerstörung setzen dieser unwiderbringlichen Ressource weltweit erheblich zu. Ja, in Mitte der 30er Jahre hat Frobenius und sein Team natürlich in einem besonderen Kontext gearbeitet. Der Nationalsozialismus hatte Fuß gefasst in Deutschland und in diesem Zusammenhang fanden auch Forschungen statt. Frobenius hatte ein sehr gespaltenes Verhältnis, hat versucht sich anzubiedern, aber aufgrund seiner Kulturtheorie, die nichts mit der Rasse zu tun hat, wurde er auch wieder abgelehnt. Immer ist natürlich auch so etwas wie Felsbilder, so etwas wie Kunst auch in einem politischen Kontext verortet und diesen versuchen wir etwas zu zeigen. In Italien beispielsweise sind die Felsbilder von Valcamonica, die Sie hinter mir sehen, das allererste Weltkulturerbe Italiens gewesen. Sonst Pompeji und das Kolosseum kamen alle viel später. Hinter mir ist eine Karte der UNESCO-Weltkulturerbestätten, die Felskunst zum Inhalt haben. Sie sehen, es ist auf allen Kontinenten vorhanden. Wir haben viele Dutzend Welterbestätten.
Viele von ihnen hochgefährdet, andere hochgefeiert.